Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heavy Rain. Ja, im letzten Teil sind wir stehen geblieben mit dem Besuch im Krankenhaus bei Anne Shepard, der Mutter von John Shepard und dem Sohn, dessen Namen wir immer noch nicht kennen, der eventuell, also der Sohn, der überlebt hat und eventuell etwas mit dem Origami-Killer zu tun haben könnte oder es vielleicht sogar ist. So, und wir müssen ihr Gedächtnis auf Vordermann bringen, dass sie Alzheimer hat und wir müssen sie versuchen, an bestimmte Sachen zu erinnern. Ich gehe auch mal kurz hier hinten gucken. Und wir haben eben rausgefunden, dass sie nicht oft Blumen bekommt und es deswegen mal ganz nett wäre, wenn wir immer welche hinstellen. Was haben wir denn hier noch alles stehen? Es sieht echt aus wie so ein typisches Krankenhaus. Warum sind Krankenhäuser eigentlich immer so kalt? Und also so von der Aufmachung her so kalt und ungemütlich und das ist schon schlimm genug, wenn man in einem Krankenhaus ist. Kann man sich da nicht wenigstens wohlfühlen irgendwie? Oder zumindest versuchen wohlzufühlen? Und mir fällt gerade echt auf, dass sie wahrscheinlich einen Großteil der Zeit beim Entwickeln dieses Spiels in die Entwicklung von Madison Pages Hinterwackel-Animation gesteckt haben. Seht euch das mal an. Okay, die wurde auch von einem Supermodel. Oder von einem Model, beziehungsweise gespielt, von daher. Ah, oh, wir können die Schwester nach dem Gedächtnis fragen. Does Mrs. Shepard ever talk about her past? It's not all very clear to her now. Sometimes she'll remember the oddest things, though. I suppose if she sees something that reminds her of her past. Ja, das haben wir schon rausgefunden. Does she get many visitors? She's been here for 10 years and you're the first. Das ist traurig. Na, vielleicht gibt's ja irgendwelche Unterlagen. I'm looking for her other son. He was adopted. I mean, he's probably changed his name. Is there any official documentation on Mrs. Shepard? No. There's nothing really. Nothing about her family. I guess if her son was adopted, then she's the only one who could tell you about that. Sometimes, if you show her things, it seems to trigger a memory from her past. You might get it to remember. Thanks for the advice. Genau das haben wir vor. Denn da hinten stehen ja die Blumen. Ey, geh mal weg. Da hinten stehen ja die Blumen. Und. Und wir versuchen unser Glück einfach mal. Was schreibt die denn da ab? Die guckt auf die Wand und schreibt dann was in ihren Dings. Zettel. Vor allen Dingen hängt da nichts. Naja. Wir sind aber sehr sparsam mit der Blume. Nur eine Blume. Naja. Das macht ja nichts. Vielleicht hilft's ja. Wir werden es einfach mal herausfinden. So, wir tun ja alles, um an die Wahrheit zu kommen. So, Mrs. Shepard. Wir haben hier eine schöne Blume für Sie. Gucken Sie mal. What a lovely orchid. My sons loved orchids. We used to grow them in the back. When John died, I laid orchids on his grave. I cried when they told me. I'd already lost one of my children, and now they were taking away another one, you understand. Okay, wie ist der Name der Pflegeeltern? The foster family, Mrs. Shepard. What was the name of the foster family that adopted John's brother? They were really very nice people. I met them, you know. In the beginning, I used to go and see my little boy. And then I got sick and I couldn't go any longer. Perhaps he thought I'd forgotten him. He must have thought I didn't love him anymore. Okay, und wie ist der Name? Komm schon. His name, Mrs. Shepard. What was his name? But I loved him. If you only knew how much I missed him. Please, Anne. His name. What was his name? Come closer. Aha, wir sind da an etwas dran. An einer wirklich, wirklich, wirklich heißen Spur. Okay. Madison weiß es.
Ja. Madison hat anscheinend erfahren, wer es ist. Und ihrem Gesichtsausdruck nachzuurteilen. Kennt sie diese Person? Würde ich jetzt mal schwer vermuten. Und wir spielen mal wieder Ethan und sind in der letzten Prüfung angelangt. Und das sieht mal wieder hier sehr komisch aus. Ein roter Gang, der in eine weiße Halle führt. Oh Mann. The last origami figure. The last trial. Genau, die werden wir auch versuchen hinter uns zu bringen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das dürft ihr wieder entscheiden. Deswegen wird dieser Teil hier wahrscheinlich wieder etwas kürzer. Und ihr seht dadurch, dass jetzt wirklich viele Entscheidungen kommen, dass wir uns langsam aber sicher dem Ende nähern. Von diesem genialen Spiel, aber auch wirklich sehr langen Projekt. Aber naja, wir gehen jetzt erstmal langsam den Gang entlang. Auf die letzte Prüfung. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Oh. Das sieht seltsam aus. Was ist das alles? Da stehen Bildschirme an der Seite. Sind das Kameras? Ja, es sind Kameras. Da wie ihr unten seht in den Bildschirmen, da spiegelt sich, beziehungsweise sieht man Ethan. The last trial. The last question. Are you prepared to give your life to save your sons? There is a deadly poison in this file. It will kill you in exactly 60 minutes. If you drink it, you will get the last letters of the address. You will have enough time to save your son and say goodbye to him, but then you will die. You can drink the vial or decide to leave. The choice is yours. Genau, und die Entscheidung liegt jetzt zum Glück wieder mal nicht bei mir, sondern bei euch, denn, ja, wie ihr gehört habt, es ist Gift in dieser Flasche. Und uns wird jetzt die Wahl gelassen, ob wir es trinken und die letzten Buchstaben erhalten, sodass wir wissen, wo Sean ist, oder ob wir einfach weggehen, aber dann wieder keine Buchstaben haben und ihn so nicht finden können. So. Die Zwickmühle ist natürlich, wenn wir das jetzt trinken und die Buchstaben bekommen und ihn finden können, können wir ihn vielleicht retten, aber wir können vielleicht kein Leben mehr zusammen mit ihm verbringen, weil wir selbst sterben werden innerhalb von 60 Minuten. Wenn wir das Gift jetzt nicht nehmen, können wir zwar weiterleben, aber eventuell finden wir Sean nicht und können auch so kein Leben mit ihm verbringen. Das ist jetzt die türkische Frage, zumal wir auch einmal eine Prüfung schon mal nicht abgeschlossen haben und uns demnach sowieso schon ein paar Buchstaben fehlen. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen Drogendealer, den wir erschießen sollten, was wir aber nicht getan haben. Und ja, deswegen fehlt uns da was. Deswegen ist es mal wieder euch überlassen, ob wir das Gift jetzt trinken sollen oder nicht. Und ja, das ist eure Entscheidung. Und ich würde sagen, überlegt gut die Konsequenzen. Weil, wie gesagt, wir befinden uns so oder so in einer Zwickmühle. Wir könnten Glück haben und die letzten Buchstaben oder den Aufenthaltsort auch so herausfinden. Es kann aber auch sein, dass wir es nicht tun. Und wir demnach Sean nicht finden und er stirbt. Wenn wir die Buchstaben bekommen, sterben wir. So. Das ist die Situation, die momentane. Und ihr dürft entscheiden, was wir machen sollen. Ich werde mich so lange mit Ethan auf den Stuhl setzen und ein bisschen nachdenken. So. Weil wenn man sowas gesagt bekommt, muss man sich erstmal setzen. So, was denkt er denn? Lösung? There's got to be another way. I can't kill myself to save my son. Tja, wie gesagt, wir haben nur diese zwei Möglichkeiten. Kill myself to save Sean? That's ridiculous. I'll find some other way. I'm sure I can save him. Ja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. The cameras. He must be watching me. Ja, das kann auch sein. Ja, okay. Lassen wir das jetzt mal mit den Gedanken. Ich lasse euch jetzt mal mit euren Gedanken zurück, denn überlegt gut, sollen wir das Gift trinken oder nicht? Das ist die große Frage. Ich hoffe mal wieder auf wirklich viele Kommentare und wirklich viele ja, gute Begründungen, warum und warum nicht und so weiter. Ihr kennt das ja mittlerweile, ihr macht das ja auch sehr gut und ich bin auch immer sehr froh drüber. Und ja, kann es auch diesmal kaum abwarten, was ihr dazu sagt und würde sagen, ihr dürft entscheiden und wir sehen uns dann wieder im nächsten Teil, wenn ihr seht, wie die Entscheidung ausgegangen ist. Also bis dann. Ciao.